Sie sind und bleiben nichts weiter als ein aufdringlicher, bürgerlicher Parvenu. Schlimm genug, dass ich mich überhaupt mit Ihnen abgeben muss. So sehen Sie das also, das ist ja interessant. Jeder echte Adlige sieht das so. Das würde ich nicht so sagen. Ludwig. Au. 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 Sich jetzt bestimmt so angehört, als wenn ich Elisabeth anschwärzen wollte. Ja, richtig. Und zwar mit gutem Grund. Würdest du uns bitte einen Moment allein lassen? Schön, wenn ihr unbedingt allein sein wollt. Vorhin das mit Elisabeth, das... Du bist mir keine Rechenschaft schuldig, Maria. Doch. Es ist mir nämlich verdammt peinlich, dass ich mich so aufgeführt habe. Es ist nur so, dass sie mich... Du musst mir glauben... Ich bin nicht ohne Grund so wütend geworden. Ja, ja, ich verstehe. Ich möchte an die frische Luft. Natürlich. Meinst du, es hat funktioniert? Christina, ich komme. Nein, ich brauche nur ein Taxi, das mich zu meiner Frauenärztin bringt. Bist du sicher? Ja, und dann kümmere dich um Christina und sag Matthias Bescheid. Oh. Ansgar. Ich kann nichts dafür, dass er mir nicht glaubt. Ach, vielleicht hättest du ja ein bisschen überzeugender sein müssen. Was ist denn los mit dir? Wochenlang machst du ja allen vor, du wärst Francesca. Und wenn es darum geht, diesem Knastbruder schöne Augen zu machen, dann versagst du? Ludwig ist ein gestandener Mann. Der lässt sich nicht so einfach um den Finger wickeln wie ein liebestoller Teenager. Gestandener Mann ist ja lächerlich. Er ist ein mieser Schmarotzer, der die letzten 15 Jahre in Südamerika im Knast gesessen hat. Wenn er so harmlos ist, wie du sagst, warum bist du dann so besorgt, dass er sich gegen uns stellt? Ich dachte wenigstens, das hättest du kapiert. Weil ich nicht will, dass sich auch noch in der Holding festzeckt. Wenn Elisabeth da alleine rumstümpert, habe ich ziemlich gute Chancen, die Kontrolle wiederzuerlangen. Also, ich habe nicht den Eindruck, dass er sich sehr für die Holding interessiert. Tja, noch. Warte mal ein paar Wochen, bis er wieder Fuß gefasst hat. Ich lasse mir was einfallen, dass er mir wieder vertraut. Ich bin doch auf deiner Seite. Ja, was nützt mir das im Moment? Dass ich sein Geständnis nicht mehr habe und dass Tanja mein Konto leergeräumt hat, bevor sie ins Koma gefallen ist, das macht meine Situation auch nicht gerade leichter. Dankeschön. Ich war in der Stadt und habe meine Papiere in Ordnung gebracht. Ich bin jetzt registriert, angemeldet, habe einen Pass, einen Personalausweis und einen Führerschein. Sind Sie also auch amtlich im Hier und Jetzt angekommen? Ja, an dieses kleine Ding werde ich mich aber noch gewöhnen müssen. Tja, das ging uns wohl allen so. So, jetzt brauche ich nur noch eine vernünftige Beschäftigung und dann bin ich ein vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft. Da hätte ich eine Idee. Ich weiß, Sie waren nicht begeistert, aber für mich wäre das eine immense Erleichterung, wenn Sie mich in der Holding unterstützen würden. Elisabeth. Es wäre auch im Sinne von Johannes.
Elisabeth, ich Wenn es wegen der Zwistigkeiten mit Maria ein Problem gibt, wir können darüber sprechen. Nein, nein, das ist es nicht. Ich glaube nur, dass ich nicht der richtige Mann dafür bin. Die wirtschaftliche und technische Entwicklung der letzten 15 Jahre sind so an mir vorbeigegangen. Aber ich bin mir sicher, das Wesentliche können Sie ganz schnell lernen. Ihr Vertrauen ehrt mich, aber ich glaube, ich komme nicht in Frage. Sehr gut. Nehmen Sie die Gewinne mit. Vielleicht ergibt sich ja gleich beim Essen eine Gelegenheit, mit Ludwig zu sprechen. Ja, ich bin mir sicher. Will bei Indium Chip einsteigen. Nein, mit der ganzen Summe. Kaufen Sie, was Sie kriegen können. Kommst du? Ja, ich geh schon mal vor. Bestätigen Sie die Order per E-Mail. Habe ich das eben richtig gehört? Du willst bei dieser windigen Computerglitsche einsteigen? Kannst dein Geld ja gleich verbrennen. Ich denke nicht. Ich gebe dir mal einen Tipp. In Zeiten wie diesen sollte man sich vor riskanten Investments hüten. Das gilt besonders für die Computerbranche. Der Boom ist vorbei. Ich gebe dir auch mal einen Tipp. Du solltest einsteigen. Es lohnt sich. Was denn? Willst du das Küken dem Hahn das Krähen beibringen? Vielleicht denken Sie doch noch mal über mein Angebot nach. Welches Angebot? Ich habe euren Vater gebeten, mich in der Holding zu unterstützen. Ja, aber im Moment ist mir das noch ein bisschen zu viel. Ich muss mich erst richtig einleben und um Wichtigeres kümmern. Finde ich auch. Und ich finde, wir sollten alle nachher zusammen was unternehmen. Ach, an was hast du denn so gedacht? Ja, wie wär's mit Schlittschuhlaufen? Oder Eishockey, ja genau, wie früher. Du bist natürlich wieder der Torwart. Oh, das habe ich damals noch hinbekommen, aber da wart ihr so klein. Und du so. Ach ja, das waren noch Zeiten. Was? Ach komm, das hat doch immer einen Riesenspaß gemacht. Erzähl mir doch mal. Ich muss leider passen. Unsere Schwester hat Besseres zu tun. Falls du Andi meinst, Fehlanzeige. Ich habe heute noch ein Date mit Spinnen und Wollmäusen. Ja, Elisabeth meinte, auf dem Speicher liegen noch jede Menge wissenschaftliche Bücher über Archäologie. Ja, ja, die Bibliothek ist wohl irgendwann mal zu klein geworden. Ich stöber gerne in so alten Schätzen. Ich schätze, da oben liegen noch jede Menge andere Schätze versteckt. Oh, ganz bestimmt. Ah, wir machen eine Reise in die Vergangenheit. Wer hat Lust? Ja, toll. Dann bin ich wenigstens nicht alleine mit den ganzen Schlossgespenstern. Okay, ich bin dabei. Wollte ich lieber in den Keller gehen? Hinter dem Eiskeller ist das ehemalige Verlies. Ich meine nur, falls es dich zu geschlossenen Räumen hinzieht. Ansgar. Ach, dann wissen wir ja mal, wo wir dich hinsperren, falls es mal nötig wird. So ein ganz starkes Ziehen hier vorne und auch hinten in der Nierengegend. Und diese Schmerzen kamen ganz plötzlich. Mhm. Und es fühlt sich fast an wie damals, bitte. Ich will nicht schon wieder mein Baby. Jetzt bleiben Sie mal ganz ruhig. Wir schauen uns das erst mal an. Wenn Sie den Bauch bitte freimachen würden. Entschuldigen Sie, und wer sind Sie jetzt bitte? Guten Tag, ich bin der Vater. Hey, Schatz, was ist mit dir? Ich weiß nicht. Na? Das waren doch gute Neuigkeiten eben beim Essen. Welche meinst du jetzt genau? Der Ausflug auf den Dachboden oder Ludwigs indirekte Kampfansage? Ach, hat er doch nicht ernst gemeint, hm? Du musst ja wissen, wo du doch so dicke mit meinem Onkel bist. Immerhin will er nicht in die Holding einsteigen. Ja, wie ich schon sagte, alles eine Frage der Zeit. Was? Das kann ja nicht wahr sein. Indium Chips, so eine Firma für Computerchips. Die haben seit morgen ihren Wert verdoppelt. Und? Ja, Tristan hat Aktien von denen geordert. Ziemlich viel, wenn ich das richtig verstanden habe. Tja, dann hat er wohl einen erfolgreichen Tag. Ja, ganz im Gegensatz zu mir. -2,1%, +1,6%, -3,3%. Ich verstehe nicht viel davon, aber Aktienkurse schwanken doch ständig. Vielleicht brauchst du nur ein bisschen Geduld. Ach, Blödsinn, Geduld. Man muss den richtigen Riecher haben. Aber ich weiß ja jetzt, wer den hat. Ach, der muss noch vor meiner Zeit hier gelandet sein. Mottenkugeln. Hier sind Klamotten drin. Wahnsinn! Das kann ich super gebrauchen. Bist du mal Tresor geritten? Ja. Mein Vater hat drauf bestanden. Ihm war die Indianerreiterei ohne Sattel ein Gräuel. Johannes und ich hatten damals unsere
Karl-May-Phase. Steht dir besser. Du warst aber nie das große Tresorass, oder? Nee, das kann man nicht sagen. Oh, Helena ist da hinten auf einen größeren Fund gestoßen. Soll ich tragen, Herr? Wäre nicht schlecht. Bist du das? Ja. Schicke Frisur. Mit Vater und Johannes. Das Bild wurde gemacht, kurz bevor ich hier weggegangen bin. Jetzt häng dich nicht an alten Geschichten auf. Das bringt nichts. Ich meine, Johannes und dein Vater sind tot. Aber du lebst noch. Also, lass es dir nicht vermiesen. Ich habe solche Angst um das Baby, wissen Sie. Psst. Wir machen jetzt erstmal einen Ultraschall. Okay. So, das geht gleich vorbei. Der Gelbkörperhormon-Schnelltest hat ja auch keine Unregelmäßigkeiten ergeben. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Wahrscheinlich hatten Sie einfach nur einen harmlosen Krampf. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Das heißt, es ist alles in Ordnung? Ihrem Baby geht's gut. Sehen Sie, hier haben wir das Herz, das pocht. Und hier, was haben wir denn da? Was denn? Ich will's ja nicht beschreien, aber möchten Sie wissen, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird? Ist es dafür nicht noch zu früh? Schon, aber hier ist es ziemlich deutlich. Also? Ja, natürlich, ja. So wie es aussieht, bekommen Sie einen Jungen. Es wird ein Junge. Wir kriegen einen Jungen. Das ist ein Zeitgenosse von Schliemann. Das ist so cool. Und das sind nur Bücher über Archäologie. Wie führst du dich erst auf, wenn du deine eigenen Funde machst? Eins nach dem anderen. Erstmal machst du deine Doktorarbeit. Worauf du dich verlassen kannst. Frau Dr. von Lahnstein. Klingt super. Als ob so ein akademischer Quatsch wichtig wäre. Naja, und wichtig ist er jedenfalls nicht. Ja, vor allem in meinem Bereich. In der Wirtschaft ist es vielleicht anders. Da hast du allerdings recht. Da zählen eher die Real-Life-Ergebnisse anstatt so ein theoretischer Humbug. Ach, und wie steht's mit deinen, was hattest du nochmal? Real-Life-Ergebnissen. Na, wie ist es damit? Oh, ich kann nicht klagen. Also, ein richtiger Beruf ist deine Aktienspekuliererei ja nicht. Wie man's nimmt. Jedenfalls habe ich genug Kohle. Sag mal, arbeitest du da bei einer richtigen Firma? Ich bin sozusagen selbstständig. Warum machst du nicht ein Praktikum in der Holding zum Beispiel? Nee, Papa, echt kein Bedarf. Naja, dann hättest du aber wenigstens echte Berufserfahrung. Wozu denn? Naja, ich meine, falls es mal mit der Börsenspielerei nicht klappt. Hm? Das sind keine Spielereien, sondern alles Recherche und Branchenkenntnisse. Da kann gar nicht viel schief gehen. Aber jetzt entschuldige mich, ich muss los. Bis zur nächsten Vorsorgeuntersuchung. Vielen Dank nochmal. Gerne. Vergessen Sie Ihren Mutterpass nicht. Okay, tschüss. Danke. Herr Brandner? Ja. Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihre Freundin sich ein bisschen mehr schont. Besteht noch Gefahr für unser Kind? Nein, so dramatisch ist es nicht. Aber wenn Frau Kepler starken emotionalen Druck ausgesetzt ist, könnte es eventuell zu vorzeitigen Wehen führen. War sie denn in einer Art Stresssituation, als sie diese Schmerzen bekommen hat? Nein, nein. Dankeschön. Danke. Wiedersehen. So schnell habe ich ja gar nicht mit dir gerechnet. Deine SMS habe ich neugierig gemacht. Dann will ich dich auch gar nicht länger auf die Folter spannen.
Zunächst mal muss ich mich entschuldigen. Offensichtlich habe ich dein Börsen-Know-how unterschätzt. Sag bloß, du hast den Kurs von Indian Chip verfolgt. Und deswegen habe ich dich herbestellt. Ich mache dir ein Angebot. Du mir? Hast du Interesse, für mich zu arbeiten? Bitte? Ich dachte an eine Stelle als mein Assistent. Wie gesagt, ich habe dich unterschätzt. Offensichtlich hast du Potenzial. So, so. Ganz schön praktisch für dich, mich auf deiner Seite zu haben, gerade wo mein Vater und mein Bruder gegen dich sind. Hm. Darum geht's mir nicht. Ich will dein Börsenwissen. Ach so. Du verwaltest ein Depot für mich. Eigenständig, gewinnmaximierend. Und was habe ich davon? Gutes Gehalt. Plus 15% Gewinnbeteiligung. Und ich bin nicht dein Assistent, sondern dein Finanzberater. Aber wenn das nicht geht, dann... Doch, doch. Warum nicht? Kein Problem. Träumst du? Was? Nein, nein, nein. Es ist nur etwas ungewohnt, wieder hier zu sein. Aber du freust dich schon, oder? Ja, ich freue mich sehr. Am meisten freue ich mich, dass ich euch wieder habe. Wir sind auch froh, dich wieder zu haben. Obwohl, ihr seid schon so erwachsen. Ihr braucht mich gar nicht mehr. Unsinn. Seinen Vater braucht man immer. Und wenn du das mit Tristan meinst, er ist es gewohnt, seine Entscheidungen alleine zu treffen. Oder höchstens mal was mit mir abzukaspern. Aber ich weiß, dass er sehr, sehr froh ist, dass du wieder da bist. Wirklich, Papa. Eine Frau will nach unten. Passend. Wie ist es denn da? Sie müssen sich ja auskennen, sind ja schon ziemlich weit unten angekommen. Wenn Sie sich da mal nicht täuschen. Sie werden mir den Weg an die Spitze jedenfalls nicht lange versperren. Sie glauben doch nicht etwa im Ernst, dass Sie noch eine Gefahr für mich sind. Warum versuchen Sie denn sonst so verzweifelt, Ludwig ins Boot zu holen? Mit Ihnen hat das überhaupt nichts zu tun. So. Arme Elisabeth. Schrecklich einsam und frostig sein. Dann noch diese langen Tage in diesem großen Büro. Niemand, der ihnen beisteht. Niemand, der sie vor den größten Dummheiten bewahrt. Tja, im Gegensatz zu ihnen habe ich mein Team gerade um einen sehr fähigen Mann erweitern können. Verzeihung. Ist es nicht nötig, dass Sie selbst Hand anlegen? Ist schon in Ordnung, ich mach das gern. Hallo zusammen. Hallo, Tristan. Und, was war das denn für ein wichtiger Termin, weswegen du vorhin so schnell verschwunden bist? Was ich da vorhin gesagt habe, das war natürlich nur ein Tipp. Ich will dir keine Vorschriften machen. Schon okay. Das vorhin, das war sowas wie ein Vorstellungsgespräch. Davon hast du ja gar nichts erzählt. Hat sich auch ziemlich spontan ergeben. Ja, und, wie ist es gelaufen? Ich hab den Job. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast einen Job. Ich gratuliere. Das ist ja toll, mein Junge. Ja und? Was ist es für ein Job? Wo? Wann fängst du an? Jetzt lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Ich bin Finanzberater. Poh. Für Ansgar. Für Ansgar. Das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt kriegt euch mal wieder ein. Das ist doch kein Verbrechen. Nicht, aber... Was sollst du denn für ihn machen? Er hat mir ein Angebot gemacht, was ich nicht ablehnen konnte. Ich habe freie Hand und verdiene eine Menge Kohle. Könnte echt schlimmer laufen. Oh, verdammt, ist das heiß. So. Das wird dir gut tun. Danke.
glaube, unser Sohn mag das. Christina schläft. Und hab ich da gerade richtig gehört? Es wird ein Junge. Das ist toll. Mein Glückwunsch. Was hast du? Es ist doch alles in Ordnung mit dem Baby. Ja, zum Glück. Es hätte schlimmer ausgehen können. Die Ärztin meinte, es war der Stress. Wegen Ludwig? Nein. Meinetwegen. Der ist doch so. Dein Körper hat auf den Streit reagiert. Was spielt das für eine Rolle? Dem Baby ist doch nichts passiert. Ja, und das nächste Mal? Das wird's nicht geben. Ja. Weil ich nicht zulassen werde, dass wir jetzt noch einen Krieg mit Sebastians Vater führen werden. Du kannst dem Grafen ausrichten, er kann sein Enkelkind jederzeit sehen. Er muss mich nur anrufen. Das mache ich. Ciao. Tschüss. Ich weiß, dass dir das schwer gefallen ist. Nein. Ich mache das für euch beide. Warum tust du das? Weil es ein hammergutes Angebot war. Aber es kommt von Ansgar. Der nicht der Teufel in Person ist. Vor ein paar Wochen wollte er uns noch vom Schloss werfen lassen, schon vergessen? Nein, aber die Zeiten ändern sich. Und außerdem ist es ein Job. Kein Bündnis, keine Kampfallianz, einfach nur ein Job. Und Papa wollte doch, dass ich mir einen suche. Bestimmt nicht den. Jetzt komm schon, was ist denn so schlimm da dran? Dass man Ansgar nicht trauen kann. Der ist falsch und hinterlistig. Mann, Tristan, das weißt du doch. Machst du dir etwa Sorgen um mich? Obwohl du es ja echt nicht verdient hast. Lass die Finger davon, bitte. Maria. Ludwig. Ach, wenn ich gewusst hätte, dass du auch spazieren gehen willst, dann hätte ich auf dich gewartet. Ja, da bin ich unberechenbar. Wenn ich nachdenken muss, brauche ich frische Luft und einen weiten Blick. Sträflingstrauma nehme ich an. Was macht ihr denn so zu schaffen? Ja, selbstverständlich. Das interessiert mich doch nicht, welches Zipperlein sie gerade plagt. Ihr glauben Sie, ich verzichte deswegen auf mein Geld? Ja, ja, natürlich. Zahlungsfristen sind dazu da, eingehalten zu werden. Ja. Ansgar, was hast du dir dabei gedacht, Tristan als seinen Finanzberater anzustellen? Das kann ich dir sagen. Ich dachte mir, der Junge kann was, ganz im Gegensatz zu seinem Vater. Wenn du den Jungen für deine windigen Geschäfte missbrauchst, dann lernst du mich kennen. Du siehst mich zittern. Aber weißt du, ich mache, was ich will, und ich wüsste nicht, was dich das angeht. So? Dann pass mal auf. Gilt Ihr Angebot noch? Mit der Holding, aber sicher doch. Gut. Dann haben Sie ab jetzt meine vollste Unterstützung. Irgendjemand muss dem ja mal gründlich auf die Finger schauen.